Wir haben heute auch ein spannendes Thema mitgebracht für euch, und zwar State Management. Ja, das ist immer wieder ein Thema in Angular-Anwendungen, und gerade dieses NGRX, das hier auf der Folie sich schon präsentiert, ist immer populärer geworden in letzter Zeit, und da möchten wir euch mal heute eine praktische Einführung geben. Zunächst einmal kurz zu uns. Wir sind Johannes und Ferdinand von der Angular Schule. Wir machen Angular Training, Angular Consulting, All Around Angular. Wir haben unter anderem auch dieses Buch geschrieben mit noch zwei anderen Kollegen zusammen. Worum soll es heute gehen? Wir alle entwickeln Webanwendungen jeden Tag. Ne? Ihr macht das, wir machen das, und wir entwickeln auch alle gar nicht jetzt so eine kleine Mini-Anwendung, sondern riesig große Sachen, so Enterprise-Umfeld. Und die Anwendungen sind so groß, dass der Zustand, also alles, was an Daten und Einstellungen gemacht ist, sich über die ganze Anwendung in viele verschiedene Komponenten verteilt. Wir möchten euch heute ein Pattern vorstellen, mit dem man genau dieses Problem angehen kann, wo man große Anwendungen in großen Teams und großen Infrastrukturen viel effizienter beherrschen kann, und zwar das Redux-Pattern. Redux beschreibt sich selbst als einen vorhersehbaren State-Container für JavaScript, kommt aber ursprünglich aus der React-Welt. Es ist zwar erstmal reines JavaScript, hat sich aber doch eben in das React-Ökosystem sehr stark eingefügt. Für Angular, weil es eben nicht ganz 100% reinpasst, gibt es zum einen Bindings für dieses originale Redux. Es gibt aber auch ein Projekt, das aus der Community entstanden ist, das die Ideen aufgreift, aber viel mehr in die Angular-Welt bringt. Und das sind die Reactive Extensions für Angular. Und aus irgendeinem Grund kann ich hier gerade nicht klicken. Fatal. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Reactive Extensions für Angular, kurz NGRX. Ja, das darf man nicht verwechseln mit den Reactive Extensions für JavaScript. Die sind fest eingebaut in Angular und sorgen für die Asynchronität auf ganzer Linie. Aber das Schöne dabei ist, um das vervollständigen zu können, Reactive Extensions for Angular basiert auf RxJS, und dieser kleine Fisch symbolisiert das auch im Logo. Genau, der kleine. Ich glaube, es ist ein Zitteraal. Das ist das RxJS-Logo. Combined mit Angular ergibt eine ziemlich mächtige State-Management-Bibliothek. Was wir heute mit euch machen möchten, ist euch die Patterns, oder die Grundideen des Redux-Patterns und von NGRX näher bringen, also die Konzepte erläutern, und aber nicht nur übers Warum sprechen, sondern vor allem auch über das Wie. Wir haben eine kleine Beispielanwendung mitgebracht und möchten all das auch mal praktisch im Code vorführen und ausprobieren. Da seid ihr herzlich eingeladen, nach dem Talk mit uns zu diskutieren und auch die Anwendung euch zu klonen und selbst mal auszuprobieren, wie NGRX in der Praxis funktioniert. Wir haben für den Einstieg ein Zitat mitgebracht, das wir 100% so unterschreiben können. Mit NGRX erreichen wir eine ganz strikte Trennung von Lese- und Schreibzugriff. Ja gut, aber achtet darauf, das ist ein neues Pattern. Das bedeutet, zum Anfang wird es euch vielleicht vorkommen, als hätte man mehr Code zu schreiben. Das ergibt sich meistens daraus. Hätten wir alles in einer Datei, wäre es kürzer. Aber was ich euch verspreche, gerade wenn die Anwendung skalieren soll, gerade wenn es wirklich auch nicht nur um eine kleine To-Do-Applikation geht, dann kommt der Return of Investment relativ fix. Und weil wir meistens ja, wir, die wir hier im Raum sind, höchstwahrscheinlich im Enterprise-Umfeld arbeiten, da lohnt es sich eigentlich fast immer, denn die Apps werden nie kleiner, sondern immer nur größer mit jedem Feature. Fühlt sich also für den Anfang erstmal nach mehr Aufwand an, macht sich aber spätestens bei großer Größe des Projekts irgendwann bezahlt. Wie funktioniert das Ganze? Das zentrale Konzept von NGRX ist ein sogenannter Store. Das ist ein zentraler Speicherort, wo unser gesamter Anwendungszustand drin liegt, als ein großes, komplexes, verschachteltes Objekt, ein JavaScript-Objekt. Eine wichtige Eigenschaft dieses Zustands ist, dass er immutable ist. Wir können diesen Zustand ausschließlich lesen. Wir können damit nichts anderes machen. Wenn wir jetzt aber trotzdem Änderungen an diesem State machen wollen, denn es muss ja irgendwie sich der Zustand über die Zeit verändern, dann müssen wir immer eine komplette Kopie mit den Änderungen über den aktuellen Zustand drüber bügeln. Ja, wir nehmen also den Zustand und ersetzen ihn durch eine abgeänderte Variante. Und diese State-Änderungen, die werden durch Ereignisse hervorgerufen. Das heißt, es treten Ereignisse auf, ne? Nutzer tut irgendwas, irgendwas Asynchrones kommt zurück, und entsprechend wird der State neu berechnet und angepasst, also drüber gebügelt. Und damit kommen wir zu den vier wichtigen Building Blocks von NGRX. Die Actions sind unsere fachlichen Ereignisse, also alles, was in der Anwendung passiert. Die Reducer sorgen dafür,
dass immer der aktuell herrschende State und die neue Action zu einem neuen State verarbeitet werden, der dann in den Store gepackt wird. Mit einem Selektor können wir einen Teil des States auslesen, um ihn in unseren Komponenten zu verwenden, denn wir müssen die Daten ja irgendwie verarbeiten. Und der vierte Building Block sind die Effects, damit wir innerhalb dieses Systems Seiteneffekte ausführen können. Zum Beispiel HTTP, Routing, Logging, alles, was irgendwie außerhalb dieses Systems funktioniert. Aber Vorsicht, da müssen wir ein bisschen trennen. Das ursprüngliche Redux-Pattern kennt nur die Actions, Reducer und Selektoren. Und da ist es immer ein bisschen knifflig gewesen, wie bilde ich jetzt Asynchronität konkret ab. Da gibt es dann verschiedenste Ansätze und Libraries dafür in der React-Welt. Und hier bei NGLX ist es schön, dass noch ein vierter Baustein aufgenommen wurde, der das Ganze mit der Haus- und Hofbibliothek umsetzt, nämlich LXJS. Das bedeutet, Effekte sind ein vierter Baustein, den wir nur in NGLX haben. Wir können diese vier Building Blocks jetzt zu einem großen Bild zusammenbauen. Wir haben in der Mitte unseren großen zentralen Store, in dem der State liegt, und wir haben unsere Komponenten, die eben unsere UI komponieren. Ja, da diese Teile, mit denen der Nutzer direkt interagiert. Diese Komponenten schicken Aktionen in den Store. Dort werden sie von Reducern verarbeitet und generieren einen neuen State. Und dieser State wird wiederum wieder von den Komponenten über die Selektoren ausgelesen. Ihr seht also, es ist immer so ein schöner Kreislauf und die Lesestrecke und die Schreibstrecke, die sind ganz strikt voneinander getrennt. Wir möchten das Ganze, wie schon versprochen, natürlich nicht nur theoretisch angucken, sondern ganz praktisch üben, und dafür haben wir folgende Anwendung mitgebracht. Das ist natürlich, wie schon Christian gesagt hat, entweder eine To-Do-App oder eine App zum Bücher bewerten. Wir bewerten Bücher, man kann sie hier eintragen, dann kann man sie hoch und runter bewerten. Und was wir heute redaxifizieren wollen, ist der erste Teil der Anwendung, Daten laden, zurückbekommen. Das Ganze hat also Asynchronität und daran kann man schön die ganzen Prinzipien erforschen, die zu NGX gehören. Gut, dann stürzen wir uns mal direkt in den Code. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir ein großes zentrales State-Objekt haben. Und bevor wir überhaupt irgendwas mit State-Manipulationen und Actions und so weiter machen, müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, welche Struktur dieser State eigentlich hat. Also welche Eigenschaften stehen eigentlich in diesem Objekt drin? Gut, und da sieht NGX eigentlich eine sehr einfache Regel vor. So etwas gehört in die Datei mit der Endung .reducer.ts. Und wir bauen uns jetzt einfach ein Interface. Ich nenne es mal Export Interface, ja, Books mit Plural S. Ja, der große State-Baum, der ist in viele kleine Teile geteilt, so Teilbäumchen, die jeweils für ein Feature oder für irgendein Subset unserer Anwendung verantwortlich sind. So haben wir jetzt unseren Book-State, der sich in den großen Baum dann einfügt. Ja, und es geht halt um Bücher. Deswegen lass uns mal gleich loslegen und sagen, hier ist ein Property namens Books und darin halte ich die Daten, ein Array würde sich jetzt geradezu anbieten hier. Und nachher wollen wir noch ein bisschen Spaß in die Sache bringen. Ladebalken zum Beispiel. Ne? Genau, und auch das ist ein State, der in diesen Store gehört. Die Anzeige oder die Information, ob die Bücher gerade geladen werden oder ob das Laden schon fertig ist oder noch gar nicht angefangen hat. Wir lösen das jetzt mal mit einem einfachen Loading Flag. Genau. So, nun ist es aber so, jetzt habe ich zwar das Interface, aber zum Anfang ist dieser großes State an jeder Stelle undefined. Das ist ja ziemlich blöd, wenn ich dagegen Daten binde. Und deswegen ist es üblich, auch gleich an Ort und Stelle Default-Werte anzugeben. Mein Initial State, da muss ich mich jetzt entscheiden. Und hier würde sich anbieten, das Array halt auch leer zu lassen zum Anfang. Und zum Anfang soll meine Anwendung halt nicht laden. Deswegen sage ich hier Loading gleich False. Also der Startzustand unseres Systems, wenn die Anwendung eben hochfährt. Gut, wunderbar. Dann haben wir unseren State definiert. Dann kümmern wir uns als nächstes um den ersten Building Block, und zwar die Actions. Und da schauen wir uns erstmal an, was dahinter steht. Actions sind also die Ereignisse, die fachlichen Ereignisse, die in unserer Anwendung passieren. Und das ist wirklich alles. Ja? Also die Action repräsentiert alles, was der Nutzer mit der Anwendung macht und was irgendwie im Hintergrund passiert. Also zum Beispiel, der Nutzer klickt auf einen Button, der Nutzer gibt in irgendein Formular was ein, der Nutzer routet in der Anwendung hin und her. Aber eben auch asynchrone Ereignisse wie HTTP-Kommunikation, Timer laufen ab, irgendwelche Exceptions werden geworfen und so weiter. Also alles, was in der Anwendung passiert, wird durch eine Action repräsentiert. Technisch gesehen ist eine Action ein TypeScript-Objekt oder JavaScript-Objekt, das einen besonderen Schlüssel hat, eine besondere Eigenschaft, nämlich Type. Und durch den Type wird diese Action identifiziert.
Damit wird angegeben, welchen Namen diese Action trägt, sodass wir entsprechend Operationen abhängig vom Action-Typ machen können. Und dann kann so eine Action auch noch einen Payload haben oder auch viele andere Eigenschaften, denn es ist ja eigentlich nur ein plain JavaScript-Object. Konvention ist aber, dass man das Ding Payload nennt und das sind eben die Daten, die mit dieser Action auf den Weg gegeben werden. Also das ist eine Konvention, wenn sich der Typ eh ergibt bei Payload, wenn das zum Beispiel Arios Bücher ist, muss ich ja nicht Books hinschreiben, dann folgt man dieser Konvention. Aber niemand wird euch verurteilen, wenn ihr jetzt auch noch 3, 4 andere Properties in euer Action-Objekt hineinpackt. Das ist halt eure architektonische Entscheidung. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, anstatt dieses Objekt einfach nur plain im TypeScript anzulegen, machen wir das Ganze noch ein bisschen typsicherer und legen eine sogenannte Action Creator Class an. Und diese Action Creator Class implementiert diesen Typen oder diese Action, die da oben steht. Ihr seht hier, dass dieser Typ Loadbook Success da genauso drin steht und das Property Payload, das kommt über den Konstruktor rein, sodass wir nachher schön New Loadbook Success aufrufen können und dann ein Action-Objekt in der Hand haben, das so geformt ist, wie wir es brauchen. Darf ich das implementieren? Aber bitte sehr gerne. Vorher würde ich sagen, klären wir aber erstmal noch, was unsere Anwendung eigentlich für Actions braucht. Denn das ist der erste Punkt. Ihr überlegt euch erstmal, was passiert eigentlich alles in der Anwendung? Naja, und was passiert denn in unserer Anwendung? Zuerst einmal muss es die Anweisung geben, dass überhaupt Bücher geladen werden sollen. Loadbooks. Dann wird irgendwann ein HTTP-Request weggeschickt und der kommt zurück mit irgendeinem Ergebnis. Nämlich entweder Erfolg, hier, ich habe Bücher für euch, die müssen irgendwie in diesen Store, Loadbook Success. Oder das Ganze kann auch schief gehen und es muss eine Action Loadbooks Fail geworfen werden, die dann ein Error-Objekt enthält oder sowas. Und das, Johannes, können wir doch, glaube ich, jetzt mal implementieren. Du hast ja recht, zuerst sollte man das planen. Auch im Team machen wir das gerne, dass wir tatsächlich erstmal überlegen, was wir da vorhaben und dann halt in die Action-Datei hineingehen. Hier heißt es halt actions.ts und an dieser Stelle lege ich los. Im Gegensatz zu den Magic Strings von eben begnüge ich mich nicht damit, das einfach so luftleer dastehen zu lassen, sondern ich benutze ein String-Enum. Das ist einfach viel hübscher, sieht natürlich nachher auch viel besser aus, wenn ich dagegen programmiere. Und jetzt muss ich noch die Action Creator Classes anlegen. Dort habe ich mir natürlich auch schon was bei der gedacht. Zum Anfang hilft mir auf die Sprünge, wie hieß es? Loadbooks ist unsere erste Action. Ja, die Anweisung, bitte lade Bücher, bitte tu irgendwas. Genau, hier brauche ich noch keinen Konstruktoraufruf. Da gibt es ja nicht viel auf die Reise zu schicken. Hier brauche ich keinen Payload. Bei den anderen beiden, die ich jetzt auch gleich mit implementieren werde, dort bietet es sich geradezu an. Dann nenne ich den halt Loadbooks Success. Und ja, als Payload, na gut, es kommen halt Bücher zurück, das ist ja eindeutig. Also ein Array aus Bücher. Und ganz zum Schluss, da ist ja immer die große Gretchenfrage, was habe ich da für einen Typ bei einem Fehler? Dort müssen wir uns halt überlegen. Wir könnten jetzt ein HTTP-Error-Objekt nehmen oder sonstiges, aber ich bin heute ein bisschen schreibfaul. Annie wird es auch tun. Ja, das ist auf jeden Fall aber noch ein To-Do, dieses Annie. Das muss irgendwann raus, aber über die Fehlerbehandlung wollen wir heute gar nicht so sehr sprechen, weil die, wie auch sonst in RxJS, über zum Beispiel den Catch-Error-Operator funktioniert, gucken wir uns nachher nochmal an. So, die drei Actions haben wir. Dann müssen wir ja mindestens eine dieser Action einmal auslösen, damit dieser Kreislauf überhaupt losgeht. Das heißt, der erste Schritt ist, dass eine Action in diesen Store dispatched wird. Das ist das Fachwort dafür. Und der richtige Ort dafür jetzt ist die erste Komponente, die geladen wird, oder die Komponente, die für die Bücher verantwortlich ist, das ist bei uns die Dashboard-Komponent. Wir haben in dieser Beispielanwendung eh nur zwei und wir werden den ganzen Tag eh nur die Dashboard-Komponent sehen. Ich stelle sie euch vor. Hier werden wir dispatchen und nachher auch Daten anzeigen. Alles an einer Stelle, weil es halt eine Demo-Anwendung ist. Ja, und wie mache ich das? Ich sage diesen Store hier oben, sysstore. Ist ja auch schon einfach, dispatch. Und jetzt nehme ich das gerade eben erzeugte Objekt, new load books als Anweisung. Payload brauche ich nicht, deswegen bin ich jetzt auch schon fertig damit. Genau, eine einzige Zeile, um eine Action auf die Reise zu schicken, damit die in diesem Store ihr Gutes tut. Schau mal gerade, es kompiliert schon. Dann lass uns doch mal die Anwendung im Browser angucken. Gerne doch. So, ich reloade nochmal. Man weiß ja nie. Aber so richtig viel tut die Anwendung noch nicht. Und ja, unsere erste Reaktion als Webentwickler mit geskilltem Toolset an der Hand, wir machen natürlich die Chrome Developer Tools auf. Und hier stellen wir euch jetzt mal ein Tool vor, das bei der Entwicklung mit Redux ganz ungemein hilft. Das sind die Redux DevTools. Das ist ein Chrome-Plugin oder Extension. Könnt ihr euch installieren.
Und Johannes, erzählt mal kurz was dazu. Ja gut, ganz easy. Linke Hand sehen wir alle Actions, die bis jetzt gefeuert wurden. Die zwei hier sind intern. Das hier waren wir. Wir sehen auch, was da für Daten auf die Reise gingen bei Action. Momentan halt nichts außer die Anweisung an sich. Und wir sehen hier auch schon schön unseren State Tree. Das Counter ist ein Beispiel, aber hier sehen wir die gerade initialisierten Werte. Ein leeres Array und Loading ist false. Naja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, dass das Beispiel vollständig ist. Aber so wie wir unseren Startzustand gesetzt haben, ist er eben hier im Store auch angekommen. Gut, dann gehen wir nochmal auf die Folien zurück und gucken uns mal an, wie weit wir eigentlich jetzt gerade sind. Wir haben von der Komponente aus eine Action in den Store geschickt. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir einen Reducer darauf ansetzen, um aus dem aktuell herrschenden Zustand und dieser neuen Action einen neuen State zu berechnen und den im Store abzuspeichern. Also Building Block Nummer 2 sind die Reducer. Und Reducer sind relativ einfache Funktionen, die genau das tun, was ich gerade schon gesagt habe. Sie nehmen den aktuellen State, der gerade herrscht, und die neu reinkommende Action und berechnen das nach bestimmten Vorschriften zusammen, sodass am Ende ein neuer State rausfällt. Und diese Eigenschaft neuer State, die ist extrem wichtig. Ihr dürft auf gar keinen Fall an diesem aktuell herrschenden State in irgendeiner Weise herumschreiben, sondern müsst immer eine Kopie davon erzeugen, die die Änderungen beinhaltet, die ihr entsprechend dran machen wollt. So, und viel mehr Erläuterung benötigt das an der Stelle gar nicht, denn wir können das Ganze auch schon implementieren. Das Ziel für jetzt ist erstmal, dass das Loading Flag auf True gesetzt wird, sobald die Anweisung gegeben wird, dass Bücher geladen werden sollen. Denn dann sehen wir auch eine wunderschöne Ladeanzeige. Das müssen wir jetzt programmieren. Mhm. Die Datei, man glaubt es kaum, .reducer, hier geht's los. Und was mich zum Anfang ein bisschen verwundert hat bei Redux generell, dass tatsächlich alle diese Reducer-Funktionen, hier ist also unser Books-Reducer, später von, gibt es mehr davon, dass die alle gefeuert werden bei jeder Action. Das ergibt sich daraus, dass man später damit ein bisschen spielen kann. Man kann links und rechts mithören, man kann auch Sachen zusammenfassen oder es auch mal komplett ignorieren. Wir wollen jetzt aber tatsächlich auf den ganz bekannte Action zurückgreifen, die Load Books. Und weil wir hier schon so ein Switch Statement angefangen haben, werde ich das Ganze mit einem Case auch durchziehen. Das bedeutet, hier ist die richtige Stelle, um jetzt auf diese eine Action zu horchen. Und das machen wir doch jetzt mal. So, das hieß Load Books. Ja. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass wir halt an diese Immutability denken. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie den State sofort zurückgeben oder ihn vorher noch manipulieren. Wir müssen immer so tun, als sei dieses Objekt unveränderbar und dann gibt es nur eine Lösung, wir bauen uns ein neues Objekt. Deswegen habe ich hier auch schon angefangen, zwei geschweifte Klammern zu machen. Nun könnte man jetzt glauben, das sei ein Riesenaufwand, ein neues Objekt zu erzeugen, das eine Shallow Copy ist. Ist es aber gar nicht. Es gibt den wunderschönen Spread-Operator. Spread. Ah. Und da packe ich den State hier rein, den ich hatte. Das bedeutet, alle Properties werden rüberkopiert und nun muss ich eigentlich nur noch sagen, welche Properties anders sein sollen und schwupps habe ich ein hübsches neues Objekt. Ja, in diesem Fall ist es halt Loading gesetzt auf True, sodass sich hier auch wirklich irgendwelche Änderungen ergeben haben. Soweit, so gut. Immutable ist das Ganze jetzt schon. Mhm. Eine Sache, die noch ganz wichtig ist in so einem Reducer, sehen wir ein paar Zeilen weiter unten. Die Reducer werden ja jedes Mal durchlaufen, wenn eine Action kommt. Wenn dieser Reducer jetzt aber gar nicht für diese bestimmte Action verantwortlich ist, muss ja trotzdem ein State zurückgegeben werden, weil sonst ein Undefined kommt und das System zu Ende ist. Deswegen gibt es ganz unten immer das Default-Statement, das einfach den aktuellen State unverändert zurückgibt, weil ja eben keine Änderungen in dem Reducer stattgefunden haben. Das ist auch wichtig, dass diese Zeile nicht vergessen wird. Schauen wir mal. Genau, einmal in die Anwendung zurück. Das liebe ich an diesem Tool. Du hast eine Frage. Kurze Zwischenfrage. Woher weiß der Dispatcher von dem Reducer? Genau, also die Frage war, woher weiß der Dispatcher von dem Reducer und umgekehrt. Die sind alle miteinander registriert. Das ist der Teil, den wir euch jetzt verschwiegen haben. Also es gibt natürlich ein Store-Modul von NGRX, das dafür sorgt, dass das alles schön zusammengeklebt wird. Also der Store mit den Reducern, mit den Actions, die wir reinstecken, mit den Effects, mit den Selektoren quasi. Ne? Also das vermischen wir alles in der Anwendung und das ist der Teil, den ihr dann in der Beispielanwendung selbst mal ein bisschen untersuchen dürft, wie das funktioniert. Das ist eine ganze Menge Boilerplate-Code, der sich aber auch vereinfachen lässt. Na gut, das ist halt ein großes Framework und da ist alles drin. Was ich jetzt richtig cool finde an diesen DevTools ist, dass wir sofort sehen, dass sich nun der State von False auf True umgewandelt hat. Ich habe hier den Diff. Das ist eine schöne Ansicht. Eigentlich müssten wir uns hier durchhangeln und schauen, okay, das Array ist immer noch leer und Loading ist True. Und in dem Fall kann man das aber in seine Essenz zurückbringen. Und zwar habe ich von False auf True gesetzt. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine Oberfläche dafür haben, würde man hier eine Ladeindikation sehen können. Haben wir aber noch nicht. Haben wir noch nicht.
Wir gehen mal kurz noch auf die Folien zurück und reden über eine ganz wichtige Eigenschaft der Reducer, an die wir immer denken müssen, nämlich Reducer sind pure Functions. Das bedeutet, dass wir in den Reducern nichts anderes verarbeiten dürfen, als das, was wir oben als Argumente reinbekommen, nämlich den State und die gerade eintreffende Action. Wir dürfen keine Seiteneffekte ausführen, also kein HTTP, kein Routing, keine Authentifizierung, kein Logging. Und wir dürfen eben auch nur den State und die Action verarbeiten. Auch nicht auf die aktuelle Zeit, das habe ich schon so oft gesehen. Ja, die Zeit ist auch extern. Ja, also das sind alles Zustände von außen. Dieser Reducer muss deterministisch sein. Er muss sich in jedem Moment, bei jeder Raumtemperatur, bei jeder Sternenkonstellation exakt genauso verhalten. Und das erreichen wir nur dadurch, dass wir das, was wir reingeben, ausschließlich verarbeiten. Das bedeutet auch, dass wir auf dem alten State, der da reinkommt, der aktuelle, nicht herumschreiben dürfen. Das ist der Grund, warum wir immer eine neue Kopie erzeugen müssen, weil sonst dieses System außer Kontrolle gerät und nicht mehr vorhersehbar ist. Naja, ihr könntet das machen und es würde zum Anfang sogar noch hinhauen. Das würde tatsächlich immer noch was anzeigen. Ihr könntet tatsächlich rumschummeln. Nur das Problem sind dann die fiesen Bugs. Wenn sich an irgendwelchen Stellen nichts mehr aktualisiert, dann merkt ihr, dass ihr dann an der Stelle einen Fehler gemacht habt. Oder halt, dass, da kommen wir später noch, ihr nicht in der Zeit herumreisen könnt. Und dann verliert ihr eines der schönsten Features, das wir euch noch zeigen möchten. Ja. Gucken wir uns erstmal an, wie weit wir jetzt sind in unserem Datenfluss. Wir haben also eine Action in den Store gesendet, wir haben einen Reducer darauf angesetzt, der einen neuen State generiert hat. Ja, und um den Kreislauf zu schließen, fehlt jetzt noch ein letzter Punkt. Wir müssen diesen State noch in der Komponente auslesen. Denn wir wollen ja eine Ladeanzeige darstellen. So, und dazu lernen wir den dritten Building Block kennen, und zwar die Selektoren. Selektoren sind relativ einfache Funktionen, die den gesamten State Tree reinbekommen und das herauspicken, was wir brauchen, um es in der Komponente darzustellen. Zum Beispiel, wenn wir hier diesen ganzen Bookstate angucken, wir interessieren uns eigentlich nur für dieses Loading Flag, dann können wir einen Selektor bauen, der uns nur dieses Loading Flag herausgibt. So ein Selektor wird mit der Funktion createSelector angelegt. Und dieses createSelector, das bekommt immer den aktuellen State rein und hat dann eine Vorschrift, auch als Projektorfunktion bezeichnet, eine Vorschrift, die eben sagt, welche Teile wir eigentlich jetzt benötigen von da. Und das wollen wir jetzt auch mal so implementieren. Wunderbar. Vielen Dank für diesen Stichpunkt. Und zwar, wer hätte das gesagt, da gibt es eine Datei namens .selectors. Da gehören die alle rein. Und hier möchte ich loslegen. Die Beschreibungen sind übrigens aus der originalen NGX-Demo. Die ist super gut dokumentiert, auch durch Kommentare, dass man sich da schnell hereinfuddeln kann. Ihr habt das Ding ja schon gesehen. Und zwar zeige ich es euch mal und gehe nochmal darauf ein. Wir haben den getBookState. Das ist mein Feature-Selector. Der hat hier einen String. Dadurch kann ich später auch Lazy-Loading machen. Das ist die einzige Stelle, wo ich mit so einem String arbeite. Ansonsten ist es immer stark typisiert. So. Also diese Slices, ja, Teilbäume, die für ein Feature verantwortlich sind. Wenn wir ein riesen Feature-Set in unserer Anwendung haben, dann haben wir eben so ein krass verschachteltes Objekt, dass wir wirklich featurebasiert auch mit unseren Reducern und Selektoren daran gehen müssen. Und dieser Selector ist wirklich nur für die Books verantwortlich. Hier das, die kleine Lambda hier unten, da picke ich mir den letzten Teil vom Baum heraus. Ich interessiere mich hier für das .loading und möchte nur das betrachten. Jeder Selektor hat eine ganz spezielle Aufgabe. Wenn ich jetzt eh schon dabei bin, mache ich auch gleich den Selektor für die Bücher. Das geht nach Schema F, also auch hier nehme ich createSelector. Nur diesmal sage ich state.books. Das bedeutet immer, wenn sich die Bücher ändern, werde ich informiert. Aber halt, das ist nur dann der Fall, wenn wir wirklich ein neues Bücher-Array haben. Das bedeutet, es geht immer nur auf Referenzen und das ist ein bisschen neu. Ich darf an diesem Array nicht rumfummeln, sondern der feuert jetzt, wenn es ein neues Array für die Bücher gibt. Was wir ja dadurch, dass wir in den Reducern immer ein neues Objekt oder Array erzeugen, ohnehin der Fall ist. So, gut, dann sehen wir uns mal an, wie wir diesen Selektor eigentlich verwenden. Und dazu ist ein bisschen reaktive Theorie nötig. Dieser Store, über den wir die ganze Zeit reden, der ist ein großes Observable, also ein Objekt, das einen Datenstrom über die Zeit liefert. Und dieses Observable, das meldet sich immer dann, wenn ein Reducer einen neuen State in den Store legt. Weil wir uns aber ja nicht für den ganzen State interessieren, sondern nur für ein kleines Teilchen davon, setzen wir einen RxJS-Operator darauf an, der sich Select nennt. Der kommt direkt aus UngRx. Und in diesen Select-Operator stecken wir den Selector, diese Funktion, die wir gerade mit createSelector gebaut haben. Und raus kommt ein Observable, das uns die Daten liefert, die wir brauchen.
also praktisch gesehen ein Observable, das immer dann sich meldet, wenn sich das Loading Flag in unserem State ändert. Und nur dann. Ne? Und wirklich nur dann, das ist diese Lücke, die da zu sehen ist. Loading ist hier oben zweimal hintereinander auf True, weil sich eben die Buchliste geändert hat und Loading selbst aber nicht. Und dieses Observable meldet sich wirklich nur dann, wenn sich was geändert hat an den Daten, die uns interessieren. Gut, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir das mal in unsere Komponente einbauen können, damit wir endlich auch mal was sehen. Genau. Sehen tun wir alles im Dashboard. Wie gesagt, unsere einzige Komponente, die uns heute interessiert, die Dashboard-Component.ts, die haben wir soweit erstmal vorbereitet. Hier oben haben wir schon zwei süße Observables, einmal das für die Bücher und einmal das zum Laden. Ich möchte jetzt die Ladeindikation füllen. Das bedeutet, ich schnappe das Gezeigte und baue das mal nach. Hier haben wir den Store. Darum geht's. This Store. Dort. Das Store ist ein Observable. Das bedeutet, dass wir darauf pipen können. Und das, was wir da mit diesem Selektor auswählen, das wollen wir ja wieder in ein Property unserer Komponente schreiben. Und das haben wir auch schon vorbereitet. Das ist hier oben, Loading. Ja, und das sorgt im Hintergrund dafür, also in dem Template der Komponente, dass halt so ein Ladebalken angezeigt wird, wenn da True herausfällt. Also da wird eine Subscription auf das Observable gemacht und dann werden die Daten ausgewertet. Genau, wir haben es ja vorhin schon gehört, Select. Jetzt hole ich mir meinen Selector, da hatten wir gerade zwei davon, Get Books. All Books. Ja, Get Books Loading brauchen wir an der Stelle. Ja. Genau. Ja, muss man aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Ja, die Autovervollständigung ist fies, ne? Man nimmt immer das, was als erstes kommt. So, jetzt wird das aber noch nirgendwo verwendet und deswegen weise ich es dem Loading zu. Kopiere ich mal rüber. This.loading. Und ich glaube, jetzt sind wir durch. Du kannst ja mal kurz das Template zeigen für die Komponente, dass wir mal sehen, wie das Loading eigentlich da drin verwendet wird. Mhm. Das haben wir euch jetzt quasi verschwiegen. Aber ihr seht, dass hier oben die Async-Pipe verwendet wird von Angular, um dieses Observable aufzulösen, also eine Subscription darauf anzusetzen. Und wenn dann True aus diesem gesamten Ausdruck herausfällt, wird dieser ganze Block mit ngif angezeigt und darin steckt ein Ladebalken. So, und wenn wir jetzt diesen süßen Smiley sehen, dann hat es geklappt. Dann haben wir schon mal den ersten großen Erfolg zu vermelden. Ab zur Anwendung. Immer nochmal prüfen. So, das passiert manchmal bei dieser inkrementellen Bildgeschichte mit Webpack. Wenn nämlich ab und zu die Anwendung stecken bleibt, warum auch immer das so ist, und ihr glaubt, ihr habt richtig programmiert, was ich ja tue, dann müsst ihr einfach nochmal neu starten. Ja, die Angular CLI wird zwar von Version zu Version besser, aber was da passiert, ist halt doch eine ganze Menge Magie. Und deswegen ist es so wie bei Menschen auch, manchmal hat man einen Schluck auf, der geht aber auch irgendwann weg. Und mit ein bisschen Schlaf funktioniert das meiste dann auch wieder ganz gut. Und jetzt läuft auch der Build erfolgreich durch und siehe da, wir haben tatsächlich eine Ladeanzeige. Ich mache das nochmal, um das zu genießen, noch einmal. Hm? Lass uns schauen, wie der Ajax-Request rausgeht. Ja, Ajax haben wir noch gar nicht drin, Johannes. Ach, verdammt, da sind stimmt. Wir schon einen Schritt zu weit. Ja, aber das sehen wir auch sofort. Ne? Guckt euch das an. Hier steht ja noch nichts von, dass die Bücher zurückgekommen sind. Das ist aber auch richtig schön. Das ist keine Blackbox, sondern ich weiß, was die Applikation macht. Ja, momentan macht sie nur diese Ladeindikation. Also noch nicht besonders viel. Aber daran werden wir gleich noch ein bisschen arbeiten. Gehen wir erstmal zurück zu den Folien. Gerne doch. Wir gucken uns nochmal an, wie weit wir sind. Wir haben den Kreislauf jetzt einmal komplett gemacht. Action ist im Store, Reducer hat einen neuen State erzeugt, Komponente hat diesen State ausgelesen und dann ist der Kreislauf wieder komplett. Aber irgendwie fehlt ja jetzt noch was. Dieses System ist abgeschlossen, aber... Naja, also es ist eine Bücher-App, ne? Wo bleiben die Bücher? Die müssen wir vom Server laden und das ist auch schon alles da. Genau, denn die Anwendung wäre ja furchtbar langweilig, wenn sie nur in sich funktionieren würde. Die muss ja mit der Außenwelt sprechen, sie muss mit Servern kommunizieren, sie muss mit dem Push-Notification-Service kommunizieren und so weiter. Das sind alles Seiteneffekte und dafür gibt es eine Lösung, die aus diesem System ausbricht, nämlich der vierte Building-Block, die Effects. Das ist, wie Johannes schon gesagt hat, halt ein Spezifikum für NGRX, das gibt es in dem originalen Redux-Pattern nicht. Die Actions gehen auch alle in die Effects. Action und, rein, genau. Action raus. Ganz einfach. Und in diesem Effekt können wir jetzt beliebige Seiteneffekte ausführen. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Router, HTTP, Websockets, Notifications, Logging. Alles, was nicht in diesen Kreislauf des Systems gehört. Also so, und, alles, was asynchron ist. Ja. Weil Redux an sich ist absolut synchron.
Ja. Und ihr könnt natürlich auch synchrone Actions darin machen, also nur ein Konsole-Dock ist ja genauso synchron, gehört aber nicht in diesen Kreislauf, der mit dem Store zusammenhängt. So, und wenn so ein Seiteneffekt fertig ausgeführt wurde, also eine asynchrone Operation erfolgreich abgeschlossen wurde, meldet die sich zurück an den Effekt und der Effekt kann dann eine Action dispatchen, die zurück in unser System geht. Ja, lass das mal kurz wirken und da haben wir auch eine Frage. Die Frage war, ja. Die Frage war, wartet der Reducer auf den Effekt? Nein, tatsächlich nicht. Also dieser Teil wird komplett synchron ausgeführt und dieser Effekt hier hinten ist ein zusätzliches Konstrukt, das sich einfach nur daran heftet und Zusatzideen verfolgt. Das werden wir gleich sehen, wie wir das konkret umsetzen. Wenn die Frage nachher noch da ist, dann lass uns darüber auf jeden Fall nochmal reden. So, also nochmal das Ding. Wir führen irgendeinen Seiteneffekt aus und wenn der fertig ist, das kann irgendwann sein, dann dispatchen wir eine Action zurück in das System. Gucken wir mal, was technisch dahinter steht. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, NGRX, also die Effekte sind einer der mächtigsten Teile von NGRX, was unter anderem daran liegt, dass es komplett mit RxJS gebaut ist. Das heißt, wir haben durchweg reaktive Datenströme, mit denen wir da arbeiten. Und das ist ein Observable von Actions. Aus diesem Observable fallen unten Actions raus, die wieder ins System geleitet werden. Und ja, RxJS kann manchmal tatsächlich so kompliziert sein wie diese Rohre, aber auch entsprechend mächtig. Genau, also wer RxJS liebt, der wird auch Effekte lieben. Diese Effekte, die fangen immer dann an zu arbeiten, wenn eine Action kommt oder auch wenn irgendwas anderes passiert. Das können wir uns selbst überlegen, weil wir das ja selbst implementieren. Das werden wir gleich sehen. So, und es ist wirklich alles erlaubt. Also denkt euch alles aus, was ihr machen wollt. Alles, was hier in diesem großen Kreislauf nicht geht, funktioniert in Effekts. Und die Actions, die hinten rausfallen, werden automatisch dispatched. Ja. Und so einen Effekt wollen wir jetzt mal bauen, um unsere Buchliste zu laden. Die Idee ist also, immer wenn Load Books kommt, was tut es ja schon, dann wollen wir den HTTP-Request wegschicken. Und dann irgendwann, wenn der zurückkommt, dann soll die Action Load Books Success gefeuert werden mit diesen Büchern im Gepäck. Also haltet den Gedanken fest, Load Books Success. Ja, da ist noch eine Frage. Richtig, genau. Also die Frage war, den State darf man nicht verändern im Effekt, ist das richtig? Ganz genau. Der Einzige, der den State verändern darf, ist der Reducer. Und der Effekt hat nur die Aufgabe, irgendwas zu tun und dann Actions wieder ins System zurückzuschicken. Aber das kannst du bei uns gar nicht machen, weil die Default NGX-Demo sieht es bereits vor, dass die Objekte so hingegen verändert sind, dass wenn du sie außerhalb eines Reducers veränderst, dass die mit einer Exception explodieren. Also du schaffst es gar nicht. Sobald du es veränderst, macht es Boom. So, wir bauen uns mal einen Effekt und auch dafür gibt es eine eigene Datei, die bookseffects.cs. Und da sehen wir einen klassischen Angular-Service. Ja? Wir haben hier oben so ein Injectable und wir haben einen Konstruktor. Und hier haben wir auch den Service, den wir bedienen müssen, den Bookstore-Service, um unsere Bücher von der API abzurufen. Da drin wird also HTTP gemacht und es kommt ein Observable mit Büchern zurück. So. Mein Lieblingsteil, RxJS vom Feinsten. Wer RxJS liebt, wer von euch kennt RxJS und mag das? Dann werdet ihr es ja gleich lieben lernen. Und zwar, wir beginnen mit einem Dekorator, der sorgt für die notwendige Magie. Dann holen wir uns ein Property an Bord. Das ist egal, wie es heißt, sollte aber Sinn ergeben. Ich würde es jetzt mal Loadbooks nennen. Und auch noch dieses Dollarzeichen. Das ist einfach eine Konvention und macht es besser zu erkennen. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Wir haben hier ein Actions-Property. Und das feuert immer dann bei jeder Action. Also genauso wie bei den Reducern. Ne? Also Actions feuert immer, das ist ein Observable, an das ich mich hängen kann. Und wie so ein Observable halt ist, muss ich erstmal sagen, this actions.pipe. Damit geht es immer los. Und jetzt kommt die große Überlegung. Ne? Wir haben jetzt ganz viele Actions, wir interessieren uns aber nur für das eine. Und dafür gibt es einen Operator, ofType. Jetzt filtern wir halt und sagen, ich will nur die bookActionTypes.loadBooks haben. Jetzt lohnt es sich halt, dass wir dieses String-Enum genommen haben. Da kann man nicht viel falsch machen, sondern nimmt die Autovervollständigung. So, jetzt sind wir nur noch dann, wenn die Aktion loadBooks kommt, überhaupt noch im Spiel.
Jetzt kommt das große Moment, dass wir die Bücher vom Server uns holen müssen. Dafür haben wir auch schon was. Das ist der Bookstore Service. Das ist übrigens der, den wir im anderen Talk generiert haben. Und den können wir jetzt hübsch benutzen. Da gibt es jetzt verschiedenste Operatoren. Ich stelle euch heute mal nur den MergeMap vor. Gibt aber noch andere. Das ist so eine kleine Wissenschaft. MergeMap tut aber genau das, was wir heute wollen. Die Daten kommen und sie werden Teil des aktuellen Datenstroms. Ja, das Stichwort ist Higher Order Observables. Also wer sich mit RxJS auskennt, wird das schon mal gehört haben. Wir fügen mehrere Observables zu einem großen Datenstrom zusammen. Na gut, und jetzt haben wir hier nur zwei Methoden, get all und get single. Ich will natürlich alle Bücher haben, geht ohne Parameter. Jetzt sind wir fast fertig, schauen wir uns mal den Typ an von get all. Da kommt halt ein Observable aus Büchern zurück. Das ist soweit erstmal super toll. Ich habe ganz viele Bücher, aber was ich nicht brauche, sind ganz viele Bücher, sondern ich brauche eine neue Action. Und deswegen nehme ich den bekannten Operator map, um das Array aus Büchern zu einer Action umzuwandeln, die dann wieder ab in den Store geht. Das bedeutet Map-Operator. Ich nehme also alle Bücher und da haben wir vorhin schon was vorbereitet. Das hieß Books Actions dot ja, Fail oder Success. Was meint ihr? Natürlich Success. Wo wir gleich beim Thema werden. Ne? Also ich würde jetzt das an der Stelle mal so schön wirken lassen und hier auch noch New hinschreiben. Ja. Ganz offensichtlich habe ich den Fehlerfall hier noch nicht bearbeitet. Das ist natürlich dann auch noch ein To-Do. Mache ich das mal gleich hier hin. Vielleicht so. Ja, und das funktioniert so, wie wir es aus RxJS auch so kennen, ohne dass wir Effects benutzen. Wir nutzen den Catch-Error-Operator, um diesen Fehler erstmal in die Hand zu bekommen, wenn er passiert. Und geben dann entsprechend eine neue Action raus, wenn ein Fehler auftritt. Nämlich Loadbooks Fail. Das ist die Idee dahinter. Also die vollständige Implementierung ist nachher im GitHub-Repo. Da seht ihr es nochmal ganz genau im Detail, wie ich auch natürlich auf den Fehlerfall eingehen kann und dann entsprechend auf der Software-Ebene damit reagiere. Ne? So, also geht das nochmal Zeile für Zeile durch für euch. Das ist eine der wichtigsten Teile von NgRx. Wir haben einen Strom von Actions, alle Actions, die passieren, und filtern den, sodass wir nur die Actions bekommen, die uns in dem Moment interessieren, also Loadbooks. Und diese Actions, die wandeln wir dann um in die Bücher, die vom Server zurückgekommen sind. Ja, das ist dieses Higher-Order-Observable-Konstrukt mit dem Merge-Map, das ist ein bisschen kompliziert. Und dann, wenn wir die Bücher in der Hand haben, wandeln wir die um in eine Actions, die die Bücher beinhaltet. Und ihr seht, wir haben hier an keiner Stelle Dispatch geschrieben. Das ist eine Besonderheit der Effects. Die Actions, die unten rausfallen, die werden automatisch zurück in das System geleitet. Dafür sorgt dieser Dekorator-Effekt hier oben. Wenn ihr den also vergesst, dann wird nichts passieren. Ja, ganz und gar nichts. Ja. Aber wenn ihr Effekt davor schreibt, die Actions, die unten rausfallen, die gehen zurück in die Reducer. So, dann lasst uns doch mal jetzt nachvollziehen an der Anwendung, ob diese Action tatsächlich fliegt und ob Bücher dabei sind. Die Stunde der Wahrheit. Kompiliert immer noch, das freut mich schon mal. Jetzt hat sich, glaube ich, der Chrome so ein bisschen aufgehangen. Ja, das passiert manchmal. Das sind die Redux DevTools, die sind ein bisschen ressourcenhungrig. Schockt mich jetzt aber auch nicht. Warten wir mal ab, bis dieser Tab verschwindet. Oder? Ach, machen wir es gleich parallel. So. Oh. Wir inspizieren das Ganze mal. Gucken in die DevTools hinein. Aha. Load all books. Und wie zu vermuten war, feuert jetzt auch Load All Books Success. Das ist der zweite Action, die ich gerade erzeugt habe. Machen wir das mal ein bisschen größer hier und betrachten das Ganze. Wir können ja den Browser auch mal neu laden, dass wir sehen, wann die Success Action eigentlich in das System reinkommt. Ja, ihr seht am Anfang, sollen wir nochmal neu laden, da ist nur Load Books da. Und dann irgendwann, eine Sekunde später, hat der Server geantwortet und der Effekt dispatcht diese neue Action. Dann ist also wieder was passiert. Ja, die Reducer, die arbeiten komplett synchron hier auf der linken Seite in diesem großen Kreislauf. Und die Effects, die sind einfach zusätzliche Aktionsgeneratoren, ja, die nach bestimmten Seiteneffekten Aktionen in das System drücken. So, und jetzt kann ich mal richtig schön debuggen. Ich sehe auf jeden Fall die Action hier, die hat auch schon vier Bücher an Bord. Das ist wunderbar. Und nun muss man halt ein bisschen gucken, ist das Gesamtsystem schon wieder in Ordnung? Schaue ich mir den State an. Ja, Pustekuchen, die Bücher sind hier immer noch leer. Da fehlt wohl noch ein bisschen was. Das heißt, welcher Schritt fehlt jetzt als nächstes?
Genau, wir brauchen einen Reducer, der diese Action verarbeitet und die Bücher eben in den State einfügt. Denn nur die Reducer dürfen irgendwas am State verändern. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zurück zur Reducer-Datei, wie du festgestellt hast. Ja, und den wollen wir doch zusammen hier auch entwickeln. Wir haben wieder ein Switch Case, das machen wir erneut. Case Book Action Types und nun halt den Erfolgsfall Success. Dicke Finger habe ich hier. Und erneut muss ich ein neues Objekt returnen. Da dürfen wir nicht schummeln. Wir fangen wieder an mit dem Operator, der uns einfach alle Properties herüber kopiert. Damit sind wir erstmal fein raus. Dann ist auch klar, dass wenn wir mit den Daten fertig sind, wir das Flag Loading auf False setzen sollten. Ja, und nun haben wir ja noch die Bücher. Die kann ich mir so holen. Ich sage Books und dann gehe ich auf die Action. Die ist ja stark typisiert. Und dann weiß ich auch schon, in diesem Payload hier drinne befinden sich die Bücher von eben. Naja, die sollen jetzt den neuen State bestimmen. Und wenn ich das Semikolon hier gemacht habe, sollte die Anwendung sich artig verhalten. Ne? Zumindest einen Schritt weitergehen schon mal. Gucken wir nochmal in die Anwendung rein. Ja, die DevTools sind hier echt ein gutes Hilfsmittel. Der Chrome ist immer noch ein bisschen buggy, aber wir sehen, wenn wir jetzt die Load Books Success uns angucken, wie das Data danach aussieht. Ah, ihr seht, das ist gefüllt, das ist anders zu eben. Wir sehen es sofort im Div. Es sind die vier Bücher bis zum State durchgekommen. Das bedeutet, von dem Action, wo sie im Payload waren, sind sie jetzt in den State gewandert und residieren hier an Ort und Stelle. Soweit in Ordnung. Der Loading Flag ist auch schon wieder weg. Nun müssen wir halt noch die Bücher an sich anzeigen. Ne? Genau. Jetzt fehlt wieder die letzte Kante, in dem wir können ja nochmal die Folie uns angucken, dass wir das Gesamtsystem sehen. Jetzt fehlt noch die allerletzte Kante. Wir müssen den State eben noch auslesen in der Komponente, um die Buchliste darzustellen. Und dafür haben wir uns vorhin ja schon einen Selektor gebaut. Den müssen wir nur noch verwenden. Mache ich doch gerne für dich. Erneut die eine Komponente, mit der wir alles machen. Das Loading Observable ist ja bereits gefüllt. Nun geht es halt zum Books Observable und das will auch gesetzt werden. Also this Books sei this store.pipe. Selektor direkt aus dem NGX-Framework. Und jetzt den anderen, den ich vorhin aus Versehen zuerst implementiert wollte, get all books, gespeichert, gewechselt, reloaded und erfolgreich. Da sind Bücher. Ja, das hat also funktioniert. Der Selektor selektiert sich diese Buchliste, erstellt daraus ein Observable und wir können ja nochmal das Template angucken, um auch das Geheimnis zu lüften, wie die Buchliste eigentlich. Das WLAN ist ein bisschen langsam hier, wa? Ja. Jo, sehen wir normalerweise sind da noch Bilder zu sehen, ja. So, lass uns doch nochmal das Template angucken. Hm. Einen kurzen Blick ins Dashboard Component HTML. Wie kommst du? Und da sehen wir, dass hier an dieser Stelle wieder die Async-Pipe verwendet wird, um auf dieses Books Observable zu subscriben und über das Ergebnis dann ein NG4 zu machen, um dieses BR-Book darzustellen. Das BR-Book ist also dieses Widget, das das ganze Buch anzeigt. Und da drin haben wir nichts mehr mit NGRX. Das heißt, innerhalb der BR-Book haben wir eine dumme Komponente, die quasi nichts über ihr Ökosystem weiß. NGRX terminieren wir quasi hier in der Dashboard-Component. Gut. Damit haben wir diesen Kreislauf erst einmal komplett und jetzt lass uns doch nochmal in den DevTools gucken, wie wir eigentlich diese Ladeanzeige ein bisschen besser debuggen können. Denn wenn wir die Anwendung neu laden, machen wir das einfach mal, das sehen wir ganz kurz mal die Ladeanzeige, für eine Sekunde ungefähr und dann kommen erst die Bücher. Also dann kommen die Bücher. So, und jetzt können wir euch verraten, dass wir ein bisschen getrickst haben. Wir haben da ein künstliches Delay reingemacht, damit man diese Ladeanzeige überhaupt sieht. Denn sonst wäre die innerhalb von ein paar Millisekunden weg, weil wir lokal auf unserem Webserver halt super schnell sind. Außer hier im WLAN. Ja, okay, hier im WLAN braucht es ein bisschen länger. Ja, aber dennoch, also ihr werdet das, wenn ihr lokal entwickelt, immer haben. Ladeanzeigen und irgendwelche schnellen Abfolgen von Dingen werdet ihr nicht mit bloßem Auge gut erkennen können. In der Praxis dauert es aber länger und auch das können wir viel besser debuggen mit NGRX. Oh
ja, das ist so ein richtig geiles Feature. Wenn wir diese Immutability eingehalten haben, dann können wir einfach sagen, lasst uns doch mal den letzten Zustand skippen und schauen, wie sich die Anwendung anfühlt in dem Moment, wo dieser Ladebalken aufblitzt. Ja, so als wäre diese Action nie passiert. Skippen wir nochmal, dann sind wir in der Zeit zurückgewandert und sehen die Anwendung zum initialen Zustand. Es geht auch anders, wir können auch so die Leute beeindrucken, indem wir diese Zeitleiste hier zurückgehen und schauen, wie sich die Anwendung über ihre Entwicklungszeit verhält. Ja, das ist sogenanntes Time Travel Debugging, ja, das Buzzword dazu. Super hilfreiches Feature und es geht sogar noch weiter. Naja, ich habe diesen Export-Knopf hier, drücke ich darauf, dann mache ich einen großen Schnappschuss von allen. Ich habe eine entsprechende Middleware hier drin, die versetzt quasi, wenn ich dieses JSON exportiere, einen anderen Entwickler in die Lage, exakt denselben Screen zu sehen wie hier und zum Beispiel seine Fehlerbehebung zu machen. Oder was ich super gerne mag, ist dieser Persist-Knopf. Da drücke ich einmal drauf und dann bleibe ich an dieser Stelle, auch wenn es reloadet. Habe ich zum Beispiel eine fiese Klickstrecke zu programmieren. Ich bin endlich im Wizard an letzter Seite und möchte da was abändern und ich reloade und ich bin wieder am Anfang. Das ist furchtbar frustrierend. Drücke ich auf Persist, friert es ein, und ich bin immer wieder im selben State. Das ist natürlich beim Debuggen furchtbar cool. Also der State wird quasi beim Start der Anwendung dann zurückgespielt, weil er eben persistiert wurde. Super praktisches Feature. Und da macht sich der ganze Aufwand, den wir jetzt hatten, endgültig bezahlt. Also ihr habt gesehen, nur dafür, um eine Ladeanzeige anzuzeigen und ein paar Bücher von der API abzurufen, haben wir eine ganze Menge Aufwand gemacht. Wir haben verschiedene Dateien, verschiedene Building Blocks. Wir mussten noch über Effekte kommunizieren. Dann haben wir da so ein Off-Type gehabt. Und das sind alles so Sachen, wo man beim ersten Mal denkt, wir standen ganz genauso da. Was zur Hölle passiert da eigentlich? Warum macht man sich diese Arbeit? So, und das Ding ist, wie wir eingangs gesagt haben, das macht sich eben langfristig im Projekt bezahlt. Das haben wir beide am Anfang nicht so ganz gesehen und haben uns gefragt, warum sollen wir uns den Aufwand machen? Aber die Einsicht kommt dann relativ schnell, dass ab einer bestimmten Größe des Projekts dieser Return on Investment einfach da ist und ihr sehr froh sein werdet, keinen Spaghetti-Code zu haben, weil ihr eben NGRX gemacht habt. Gut, jetzt kommen wir noch zu einer ganz spannenden Frage abschließend, nämlich: Welche Daten gehören eigentlich in den Store? Ja, also ich habe zum Anfang alles in den Store gepackt. Das denkt man sich so, boah, ich habe überall Zustand, die kleine Combo-Box, die ändert sich, ab damit in den Store. Nein, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Die Intention ist es jetzt, wo ich dieses Pattern kenne, echt alles reinzustecken. Nein, das macht man nicht. Genau, und stattdessen, also über diese Frage haben sich auch andere Leute Gedanken gemacht, unter anderem auch die Core-Entwickler von NGRX. Und die haben da ein Pattern aufgestellt, nachdem sich das relativ einfach entscheiden lässt. Quasi so eine Fünf-Finger-Regel, und zwar ist das das Sherry-Prinzip. Du müsstest mir nochmal den Fokus auf die Folien geben, bitte. Genau, das Sherry-Prinzip. Das ist original so übernommen von den Kollegen. Wir haben es mal auf Deutsch übersetzt, quasi in unsere eigenen Worte. Wenn eine dieser Regeln zutrifft, dann gehört ein Zustand in den Store. Nämlich, wenn ein Zustand von mehreren Komponenten oder Services gleichermaßen genutzt werden muss. Ja, das gehört natürlich auch dann in den Store, wenn ich irgendeinen komplexen State habe, den persistieren möchte, dann zum Beispiel die Anwendung schließe, die Anwendung wieder aufmache. Und wenn ich immer noch an derselben Stelle bin, dann hat derjenige vielleicht NGRX benutzt. Ja, und den State quasi später wieder eingespielt. Wir brauchen auch dann unseren State im Store, wenn er über Routenwechsel hinweg erhalten bleiben soll, innerhalb der Anwendung. Stellt euch nur vor, wir laden die Buchliste im Dashboard, navigieren dann zu einer Detailseite und noch zum Impressum und gehen dann zurück zum Dashboard. Dann müssen wir ja nicht schon wieder einen HTTP-Request machen, um diese Buchliste nochmal zu laden, sondern die soll bitte immer noch da sein, weil wir die ja gerade geladen haben. Quasi so ein bisschen lokales Caching, und auch das lässt sich mit NGRX gut abbilden. Und auch dann gehört der State eben in den Store. Wo wir gerade beim Thema HTTP und AJAX sind, wenn ihr generell einen AJAX-Request zurückbekommt, das hattest du auch die Frage dich so ein bisschen gestellt, die Daten sind jetzt da, wohin damit, dann bleibt euch eigentlich auch nichts anderes übrig, als sie in den Store zu packen, und schon hätten wir auch den vierten Fall erschlagen, immer wenn AJAX kommt, wollt ihr es eigentlich in den Store packen. Und Punkt Nummer 5, der State gehört auch dann in den Store, wenn er von irgendwelchen Ereignissen in der Anwendung beeinflusst wird. Also wenn ihr Daten habt, die durch Aktionen verändert werden müssen, dann muss das ja über einen Reducer passieren. Das bedeutet auch, dass sie in den Store gelegt werden müssen. Das ist also so die Fünf-Finger-Regel, quasi ein einfacher Entscheidungsbaum, den wir als Informatikerinnen und Informatiker ja alle irgendwie relativ einfach durchgehen können. Geht nach diesen Regeln, und wenn was zutrifft, dann muss der State auf jeden Fall in den Store. Ansonsten habt ihr vielleicht
eine sechste Regel gefunden? Das kann natürlich sein. Also es ist möglicherweise, dass da vielleicht noch ein Set hinzugehört, das wir noch nicht kennen. Aber höchstwahrscheinlich ist es dann einfach unbedeutend, das Ganze, also den Zustand einer kleinen Combo-Box oder eine lokale Sortierung einer Komponente. Ja Gott, das muss nicht unbedingt in den Store. Das kann auch weiterhin lokal bleiben. Es geht hier um die geschäftskritischen, kriegsentscheidenden Dinge, die gehören in den Store. Genau. So, wir haben euch also heute einen ganz allgemeinen Überblick über NGRX gegeben und ihr habt den wichtigen Code, den ihr in der Praxis entwickeln müsst, hier bei uns auch gesehen. Natürlich wird es mit komplexer Geschäftslogik auch dann komplexer zu implementieren, aber ihr implementiert in der Regel Actions, Reducers, Selectors und Effects selbst. Und das Boilerplate drumherum, das Aufsetzen der Anwendung, das benötigt ihr nur einmal am Anfang. Es ist jetzt das Thema, dass sich ja rund um so ein wunderbares Projekt noch viel mehr Ökosystem entwickelt. Und dazu gib mir doch bitte nochmal den Folienfokus. Dazu haben wir auch nochmal eine Abschlussfolie. Es gibt nämlich ein paar coole Projekte, die wir euch empfehlen möchten. Das erste ist NGRX Entity. Das ist eine Bibliothek, mit der wir die Entitäten, die wir in unserem Store aufbewahren, also zum Beispiel unsere Bücher, viel effizienter verwalten können. Also da sparen wir uns auch eine ganze Menge Code, wenn wir das verwenden, und ist ein sehr schöner Ansatz. Also der Manfred, der heute auch noch spricht, der hat das Lieblingsthema Schematics. Damit kann ich halt Code generieren, ohne dass ich viel Arbeit habe. Also diese Actions-Datei, diese Reducer-Dateien, die kann man natürlich automatisch zum Produkt hinzufügen. ng-add und ngx-schematics bringt das Ganze uns mit. Genau, sodass wir nachher ng-generate Action machen können, so wie wir es von unseren Components und anderen Artefakten kennen. So, dann ist ja das Ding, in Web-Anwendungen haben wir URLs. Ja, das ist eine State-Maschine, dieser Router quasi, der oben drauf sitzt. Das ist eine State-Maschine, die ohnehin da ist. Und es liegt sehr, sehr nahe, diesen Router-State auch mit in den eigenen Store zu packen, um entsprechend damit zu arbeiten. Das ist dann interessant, wenn wir mal einen Dump unseres Stores an unseren Kollegen geben und derjenige dann auch genau die gleichen Routenwechsel nachvollziehen soll. Dazu ist dieser NGRX-Router-Store ganz sinnvoll, um auch diese State-Informationen mit in dem Store aufzubewahren. Naja, gut. Und entweder zusätzlich oder als Alternative könnt ihr auch den NGX-Router nehmen. Der hat ein leicht anderes Verhalten, na klar. Und der ist super komfortabel, wenn ich mich in der Seite herumnavigiere und ich immer dann einen Effekt auslösen möchte, wenn ich eine neue Komponente betrete, dann feuert er, wenn ich möchte, sofort. Das ist furchtbar praktisch in vielen Fällen. Dafür nehmen wir ihn. Also guckt euch auch diese Projekte mal an, und was ihr euch auf jeden Fall auch angucken könnt und solltet, ist auf der nächsten Folie. Nämlich unser Beispielprojekt, in dem wir alle Features, die wir darin wichtig fanden, mal komplett durchimplementiert haben. Ihr könnt euch also auch angucken, wie wir Formularverarbeitung gemacht haben, wie wir das Buch bewerten gebaut haben und auch wie der Router Store über den Router State in der Anwendung herrscht. Das könnt ihr euch also gerne klonen und daran ein bisschen rumspielen. Und ansonsten sei uns hier vor der Buchverlosung noch gesagt, schön, dass ihr hier seid, danke, dass ihr zugehört habt und viel Spaß noch auf dem zweiten und dritten Tag der DWX. Bis demnächst.